Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Das Schulfest. Heute ist das große Schulfest. Peppa kann es kaum erwarten. Peppas Freunde sind schon da. Luzi Locke, Molly Mietze, Luisa Löffel, Klausi Kleff und Pedro Pony. Hallo, da bin ich. Hallo, Peppa. Ich finde das Schulfest schön. Ich auch. Was ist am besten? Das Schminken. Ich mag die Ballons. Mir gefällt die Hüpfburg am besten. Ich mag einfach alles. Hoho, eine gute Wahl, Peppa. Dann bis später, Peppa. Ja, bis später. Schorsch, was magst du am liebsten? Sylvia. Oh je, hier gibt es leider keine Dinosaurier. Vielleicht finden wir einen Dinosaurierballon. Bist du sicher, dass es hier so etwas gibt, Papa Wutz? Ja, ganz bestimmt. Können Schorsch und ich uns erst einmal schminken lassen? Na klar. Frau Mümmel hat alle Freunde von Peppa als Tiger geschminkt. Schon fertig, Lucy. Jetzt siehst du wie ein Tiger aus. Dankeschön, Frau Mümmel. Boah, siehst du aber schön aus, Lucy. Bist du eine Katze? Nein, ich bin ein Tiger. Peppa, willst du, dass ich dich auch schminke? Au ja, ich wäre gern ein Elefant. Oh je, Elefanten kann ich nicht. Aber Tiger kann ich. Ja, Tiger ist gut. Schon fertig, Peppa. Jetzt bist du ein Tiger. Toll, ein Tiger. Schorsch, was willst du gerne sein? Sylvia. Ein Saurier? Wie wär's mit einem Tigergesicht? Tiger kann ich gut. Ich bin ein Tiger. Bin ich auch? Miau. Tiger sagen nicht Wuff, Wuff. Was weißt du schon? Tiger sind eben Katzen. Miau. Genau wie ich. Molly, kannst du uns zeigen, wie Tiger sein geht? Okay. Tiger können sehr leise schleichen. Und dann schnapp. Tiger lecken sich gern mit ihrer Zunge ab. Und wenn Tiger sich freuen, machen sie so. Sie schnurren. Hallo, Kinder. Oh, Schweineschreck. Ihr seid ja lauter Tiger. Und ich zeig Ihnen, was ein echter Tiger tut. Und was habt ihr kleinen Tiger danach vor? Sylvia. Stimmt ja. Wir müssen für Schorsch einen Dinosaurierballon finden. Alle bekommen einen Ballon? Hurra! Hallo, Madame Gazelle. Wir möchten Luftballons kaufen. Natürlich. Sucht euch welche aus, meine Kleinen. Kann ich den Elefantenballon haben? Bitte sehr, Peppa. Ich nehme das Känguru. Den Löwen, bitte. Den Affen, bitte. Den Papagei, bitte. Oho, oho, ja, ja, was ihr wollt. Und das Wichtigste ist, haben Sie auch einen Dinosaurierballon dabei? Oh je, ich fürchte, mit einem Dinosaurierballon kann ich nicht dienen. Oh. Sei nicht traurig. Ich habe eine Idee. Da nehme ich diese beiden langen Ballons. Alles mal hergucken. Was hat Papa Wutz mit den Ballons vor? So, wer von euch weiß, was das ist? Ist das ein Känguru? Hoho, nein. Es ist ein... Sylvia. Das stimmt, ein Dinosaurier. Endlich hat Schorsch seinen Saurierballon. Sylvia. Jetzt will ich zur Hüpfburg. Peppa liebt es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Alle lieben es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Das ist für immer das schönste Schulfest. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Ein sehr heißer Tag. Die Sonne scheint. Es ist ein sehr heißer Tag. Was für ein schöner heißer Tag. Peppa und Schorsch tragen Gummistiefel. Sie wollen durch die Matschepfützen springen. Ich liebe Matschepampe.
Oh. Oh je, die Sonne brennt so heiß, dass alle Pfützen ausgetrocknet sind. Mama, Papa, die Pfützen sind alle hart. Wir können nicht mehr reinspringen. Nicht schlimm, Peppa. Es ist heute so warm, ihr könnt stattdessen im Planschbecken baden. Das Planschbecken, toll. Zieht erst mal eure Badeanzüge an. Ja, Mama. Peppa und Schorsch tragen ihre Badeanzüge. Mama Wutz trägt ihren Bikini. Papa Wutz trägt seine Badehose. Die Sonne brennt so heiß. Ihr braucht Sonnencreme. Das ist ölig und eklig. Bäh. Hohoho, macht nicht so ein Theater. Ja, wir müssen uns alle eincremen. Oh. Los, komm, Schorsch. Pumpen wir Luft ins Planschbecken. Papa Wutz pumpt Luft ins Planschbecken. Babyeierleicht. Peppa hält den Schlauch und Mama Wutz dreht den Hahn auf. Wo bleibt das Wasser? Im Planschbecken ist es einfach herrlich. Eiscreme, Eiscreme! Frau Mümmel, die Eiscreme-Frau! Eiscreme! An sehr heißen Tagen verkauft Frau Mümmel Eiscreme. Mama, Papa, kriegen Schorsch und ich ein Eis? Na klar, schließlich ist heute ein besonders heißer Tag. Hurra! Bringt ihr mir auch ein Eis mit? Alle mögen Eiscreme. Hallo, Mama Wutz, Peppa und Schorsch. Hallo, Frau Mümmel. Was hättet ihr denn gerne? Kann ich bitte ein Hörncheneis haben? Aber natürlich, Peppa. Danke. Dasselbe für mich und für Papa Wutz, bitte. Und was darf es für den kleinen Schorsch sein? Saurier. Einen Saurier? Dummer Schorsch. Sausier ist das einzige Wort, das Schorsch sagen kann. Tja, zufälligerweise habe ich gerade ein Saurier-Eis für dich dabei. Saurier. Schorsch, nun iss mal dein Eis, bevor es schmilzt. Saurier. Schorsch findet das Saurier-Eis so schön, dass er es nicht essen will. Danke sehr, Frau Mümmel. Genieß das Wetter. Schorsch, du solltest dein Saurier-Eis jetzt wirklich essen, bevor es schmilzt und zu Boden fällt. Oh je, Schorschs Saurier-Eis ist geschmolzen und runtergefallen. Wein doch nicht, Schorsch. Papa gibt dir von seinem Hörncheneis bestimmt gerne was ab. Es ist so heiß, dass Papa Wutz eingeschlafen ist. Papa Wutz sieht erhitzt aus. Wir spritzen Wasser auf Papa, dann kühlt er ab. Gute Idee, Peppa. Baby, was? Du warst ganz rot und heiß, Papa Wutz. Wir haben dich mit Wasser bespritzt. Oh, verstehe. Danke, Peppa. Schaut, die Pfützen. Los, Schorsch, wir holen die Stiefel. Peppa und Schorsch tragen ihre Gummistiefel. Peppa und Schorsch mögen heiße Tage. Aber noch lieber mögen sie Pfützen. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Geheimnisse. Mama Wutz hat ein Geschenk für Peppa. Peppa, ich habe hier eine besondere Schachtel für dich. Dankeschön, Mama. Darin kannst du geheime Sachen aufbewahren. Was für Sachen soll ich denn da reintun? Das kannst nur du allein wissen. Es ist deine Geheimschachtel. Ich weiß schon, was ich da reintun kann. Gut, aber nicht verraten. Ich sag's weder dir, noch Schorsch, noch Papa. Geheimes Geheimnis. Schorsch, guck mal, meine Geheimschachtel. Sie ist noch leer. Ich muss jetzt ein echtes Geheimnis in die Geheimschachtel tun.
Schorsch will Peppa helfen. Nein, Schorsch. Nur ich darf wissen, was darin ist. Du musst draußen warten, bis ich was ausgesucht habe. Peppa überlegt, welche geheimen Dinge sie in ihrer Schachtel verstecken könnte. Jetzt ist die geheime Geheimschachtel voll. Schorsch, du darfst nicht reingucken. Schorsch würde sehr gerne wissen, was in Peppas Geheimschachtel ist. Wenn du willst, kannst du es erraten. Dinosaurier? Ob da wirklich ein Dinosaurier drin ist? Oh, Schorsch, warum sagst du immer zu allem Dinosaurier? Aber da passt sowieso kein Dinosaurier in die Geheimschachtel. Schorsch hat keine Ahnung, was sich in Peppas Geheimschachtel verbirgt. Papa Wutz putzt gerade den Flur. Papa, ich habe eine Geheimschachtel. Mama hat sie für mich gemacht. Sehr hübsch, Peppa. Und was ist drin? Das ist doch geheim. Schorsch wollte es erraten, aber er hat es nicht geschafft. Kann ich mal raten? Ja. Ist da etwa meine Brille drin? Nein. Du hast sie doch auf deiner Nase. Du hast recht. Dummer Papa. Du darfst nur noch einmal raten. Okay. Sind da Mamas Schuhe drin? Nein. Und jetzt ist deine Ratezeit vorbei. Peppa mag Geheimnisse. Mama, keiner kann mein Geheimnis erraten. Oh, was hat denn Schorsch da? Er hat auch eine Schachtel bekommen. Für seine geheimen Sachen. Nur Schorsch weiß, was drin ist. Oh. Peppa möchte gern wissen, was Schorsch in seiner Schachtel versteckt. Bestimmt hat Schorsch sein Dino in der Schachtel. Nein. Schorsch hat keinen Dinosaurier in seiner Schachtel? Es ist zu schwierig. Ich komme nie drauf. Jetzt findet Peppa Geheimnisse nicht mehr so toll. Vielleicht, wenn du Schorsch etwas von dir zeigst, dann zeigt er dir bestimmt etwas von sich. Okay, aber wir müssen es gleichzeitig tun. Eine gute Idee. Ich zähle bis drei und dann holt ihr etwas heraus. Fertig? Ja. Eins, zwei, drei! Schorsch zeigt eine Trommel und Peppa eine Trompete. Wunderbar. Ja, das klingt sehr schön. Habt ihr noch mehr geheime Dinge? Schorsch hat einen Kringelkeks. Oh. Aber Peppas Schachtel ist leer. Ich hab nichts mehr drin. Aber ich habe etwas. Los, kommt, greift zu. Schorsch, Peppa, Mama und Papa Wutz mögen Kringelkekse unheimlich gerne. Ich habe keine Geheimschachtel, aber ich weiß ein gutes Versteck für meinen Kekskringel. Könnt ihr es erraten? Ist das Versteck vielleicht der Kühlschrank? Nein, es ist ein geheimer Ort. Mein Bauch. Mein Geheimversteck ist mein geheimer Bauch. Meins auch. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Papa Wutz sucht seine Brille. Papa Wutz trägt eine Brille. Er trägt seine Brille, um besser zu sehen. Wenn Papa Wutz seine Brille trägt, dann sieht er klar. Aber wenn er seine Brille abnimmt, sieht er alles unscharf. Alles ist ein wenig verschwommen. Darum ist es für Papa Wutz sehr wichtig zu wissen, wo seine Brille ist. Manchmal verlegt Papa Wutz seine Brille. Peppa? Schorsch? Habt ihr denn wohl Papas Brille gesehen? Er kann sie nirgendwo finden. Nein, Mami. Peppa und Schorsch wissen nicht, wo Papa Wutz Brille ist. Oh je, Papa Wutz kann ohne sie gar nichts sehen. Und das macht ihn sehr grantig.
Ohne seine Brille kann Papa Wutz seine Zeitung nicht lesen. Das ist ja nicht zu fassen. Ich erkenne nichts. Jemand muss meine Brille verbummelt haben. Erinnerst du dich, wo sie zuletzt war, Papa Wutz? Wenn ich sie nicht trage, ist sie immer in meiner Tasche. Aber da ist sie nicht. Papa, dürfen wir dir beim Suchen helfen? Gute Idee, Pepper. Wenn du sie findest, ist Papa bestimmt nicht mehr so grantig. Ich bin nicht grantig. Pepper und Schorsch suchen nach Papas Brille. Pepper sucht unter der Zeitung. Doch da ist Papas Brille nicht. Oh. Schorsch sucht oben auf dem Fernsehgerät. Doch da ist Papas Brille auch nicht. Oh. Lass uns mal oben im Schlafzimmer nachsehen. Pepper und Schorsch suchen im Schlafzimmer von Mama und Papa Wutz. Schorsch, pass auf, dass du hier nichts umstößt. Das ist nicht lustig. Pepper sucht unter den Kopfkissen, aber da ist Papas Brille nicht. Oh. Schorsch sucht in Papas Hausschuhen, aber da ist Papas Brille auch nicht. Lass uns im Bad nachschauen. Pepper und Schorsch suchen im Badezimmer. Die Brille ist nicht in der Badewanne. Oh. Und in der Toilette auch nicht. Oh. Die Brille ist futsch. Pepper und Schorsch können Papas Brille nirgendwo finden. Wir haben alles durchsucht. Uns fällt nichts mehr ein, wo sie noch sein könnte. Oh je, was sollen wir jetzt tun? Ich muss dann wohl in Zukunft ohne sie auskommen. Ich werde sehr vorsichtig laufen müssen. Da ist sie! Papas Brille! Papa Wutz, du hast die ganze Zeit drauf gesessen. Oh. Schusselpapi. Wo kommt die denn plötzlich her? Tja, das frage ich mich auch. Du magst schusselig gewesen sein, Papa Wutz, aber dafür bist du nicht mehr grantig. Ich war doch gar nicht grantig. Ich bin Pepper Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Pepper Wutz. Rote Punkte. Mama und Papa Wutz machen für Pepper und Schorsch Frühstück. Frühstück ist fertig. Pepper hat rote Punkte im Gesicht. Mama, ich fühle mich nicht so gut. Oh je, Pepper, du siehst doch gar nicht gut aus. Keine Bange, ich frage Dr. Braunbär. Dr. Braunbär am Apparat. Unsere Pepper ist krank. Ihr Gesicht ist voller roter Punkte. Aha. Bringt sie erstmal ins Bett. Und ich komme gleich mal vorbei. Da ist Dr. Braunbär schon. Hallo, Pepper. Wie fühlst du dich? Mir geht's nicht so gut. Streck mal die Zunge raus, bitte. Es ist gar nichts Ernstes. Nur ein harmloser Hautausschlag. Kriege ich Medizin? Der Ausschlag wird bald vorbei sein. Aber wenn du möchtest, bekommst du von mir einen Löffel Medizin. Ja, bitte. Leider schmeckt sie nicht besonders lecker. Mund weit auf. Wie grässlich. Das hast du wirklich gut gemacht. Du warst sehr tapfer. Pepper bleibt besser im Bett. Ich höre später noch einmal nach, wie es ihr geht. Darf Pepper Besuch haben? Oh ja, selbstverständlich darf sie. Der Ausschlag ist nicht ansteckend. Bis bald. Bis bald, Dr. Braunbär. Jetzt stehe ich aber auf. Dr. Braunbär hat gesagt, du sollst noch ein Weilchen im Bett bleiben. Das ist so öde. Du könntest doch aber Krankenbesuch bekommen. Kann Luzi Locke vorbeikommen?
Luzi Locke ist Peppas beste Freundin. Ich frage mal Luzis Mama. Mäh. Hallo, Frau Wutz. Peppa möchte gerne Luzi sprechen. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Mir geht's nicht so gut. Ich habe rote Punkte im Gesicht. War der Doktor da? Ja, Dr. Braunbär war hier. Er hat mich genau untersucht und gesagt, ich wäre tapfer. Bist du denn richtig krank? Ja, ja. Es ist wirklich wahr. Ich muss im Bett bleiben. Dr. Braunbär hat mir Medizin gegeben. Die schmeckte ganz ekelhaft. Ich komme gleich vorbei. Ich ziehe nur noch meine Schwestern Sachen an. Luzi Locke besucht die kranke Peppa. Sie trägt ihr Krankenschwesterkostüm. Klausi Kleff und Luisa Löffel sind mitgekommen. Hallo, Peppa. Hallo. Wie geht es dir? Nicht so besonders gut. Ich muss im Bett bleiben. Wie können wir dir denn helfen? Bringt ihr mir ein Gläschen Limo? Ja, gern. So langsam genießt Peppa das Kranksein. Dankeschön, Luzi. Geht es dir schon etwas besser? Ein kleines bisschen. Klausi? Fragst du meine Mama, ob ich Eis krieg? Und Luisa, bringst du mir ein paar Blumen aus unserem Garten? Dr. Braunbär ist da, um nach Peppa zu sehen. Ah, gut. Die Krankenschwester ist da. Wie geht's der Patientin? Ich bin keine echte Schwester. Wir tun nur so. Verstehe. Soll ich mir denn mal die Patientin ansehen? Ja, bitte. Sehr schön. Die roten Punkte alle fort. Du bist nicht mehr krank. Auch kein kleines bisschen? Was meinst du? Also, ich glaube, ich bin noch nicht richtig gesund. Ich spiele jetzt ein bisschen Ball draußen im Garten. Wer will mitspielen? Ich auch. Hohoho, Donnerlittchen. Patient vollständig genesen. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Schatzsuche. Oma und Opa Wutz veranstalten eine Schatzsuche für Peppa und Schorsch. Oma Wutz zeichnet die Schatzkarte. Opa Wutz vergräbt den Schatz an einem geheimen Ort im Garten. Opa Wutz, bist du fertig? Peppa und Schorsch werden bald hier sein. Nur keine Eile, Oma Wutz. Da kommen sie schon. Schnell, Opa Wutz, sie sind da. Bin schon fertig. Opa Wutz hat es gerade noch rechtzeitig geschafft. Ach. Oma Wutz, wir sind da. Oma Wutz. Hallo, meine Kleinen. Opa Wutz. Opa Wutz. Ahoi, ihr zwei Herzchen. Peppa, Schorsch, heute geht's auf Schatzsuche. Im Garten ist irgendwo ein Schatz vergraben. Wow, ein Schatz. Wo ist er? Ho, du musst schon danach suchen. Hier ist die Schatzkarte für Peppa. Und Schorsch kriegt meinen Piratenhut. Ei, ei, Herr Captain Schorsch. Der Plan sieht kompliziert aus. Papa, hilfst du mir? Na klar, Peppa, ich bin sehr gut in sowas. Er ist wirklich kompliziert. Papa Wutz, du hältst doch den Plan verkehrt rum. Ja, dachte ich mir schon. Ist doch ganz leicht. Der Schatz liegt da, wo das Rote Kreuz ist. Aber wo stehen denn bloß die beiden Apfelbäume? Keine Ahnung. Wollt ihr einen Tipp? Ja, bitte. Der erste Brief ist in einer Flasche. Aber wo ist die Flasche? Ich kann sie sehen. Peppa hat den ersten Hinweis entdeckt. Eine Flaschenpost. Kommt alle her. Hier ist die Flasche. Sehr gut, Peppa. Lass sehen, was hier draufsteht. Oh, der Brief stammt von einem Piraten. Mama, kannst du den Piratenbrief lesen?
Der Pirat schreibt aber sehr unleserlich. Der Pirat hat eine schöne Handschrift. Ich kann's jedenfalls nicht lesen. Da steht deutlich geschrieben, folge den Pfeilen. Folge den Pfeilen? Schorsch hat den zweiten Hinweis gefunden. Pfeile aus Stöcken gelegt. Guck, sie zeigen da lang. Peppa und Schorsch folgen den Pfeilen. Guck, Schorsch, ein Schlüssel. Peppa hat den nächsten Hinweis gefunden. Einen Schlüssel. Fein gemacht, Peppa. Jetzt müsst ihr die Schatzkiste finden, die dazugehört. Aber ich weiß doch nicht, wo. Schau doch mal auf die Schatzkarte. Guck mal, Peppa, hier sind zwei Apfelbäume dargestellt. Hier ist ein Apfelbaum und da ist noch ein Apfelbaum. Also liegt der Piratenschatz hier. Sehen wir nach. Oh je, hier scheint aber nichts zu sein. Halt, stopp, da ist doch etwas. Boah, ein Schatz. Hurra! Hurra! Gut gemacht. Ich hab den passenden Schlüssel. Wow, ich fasse es nicht. Goldtaler, die sind ein Vermögen wert. Viel mehr als das. Das sind keine Goldtaler. Es sind Schokotaler. Und hier ist ein Schokoladentaler für jeden von uns. Hurra! Peppa und Schorsch lieben Schokotaler. Alle lieben Schokotaler. Oma, Opa, das ist die beste Schatzsuche von allen. Oh.